Fuck me, hate me, bug me. And shit on me. Ich habe wieder viel zu kompliziert, wie immer bei irgendeinem Rätsel, was ich angehe, gedacht. Und stand mir damit selber im Weg. Denn ich habe jetzt die Lösung gefunden. Es ist eigentlich im Prinzip ziemlich simpel gewesen. Man muss eigentlich nur eine Kartusche auf dieses Limit bringen. Und nicht alle. Und ich habe mir schon gedacht, ich habe doch überhaupt nicht genug Zeug dafür. Wie soll ich denn das komplett auf ein Limit bringen? Aber ja, ich habe doch gar nicht genug Zeug dafür. Ja, liegt vielleicht daran, dass du gar nicht komplett alles damit füllen musst. Aber ja, ne? Geht mir nicht auf den Sack. Ernsthaft. Ich töte jetzt eure Mutter und dann war's das. So, hier. Mama. Was? Da hält das Ding. Komm ich denn da ran? Dann muss ich von der anderen Seite aus oder was? Oh ne, da muss ich ja wieder rein. Medikamente Testlabor. Lade ich da. Ich dachte, ich muss es da reinlegen oder so. Aber wo muss ich das denn jetzt reinlegen? Wo ist denn die? Vielleicht da oder die Pflanze. Nee, das ist doch Blödsinn. Wo muss ich den Unkörperfälscher hinbringen? Flüssigkeit aus der prallgefüllten Ampulle wird in großer Ampulle gefüllt. Die Flüssigkeit erreicht genau roten Markierungen. Fertig ist die Giftampulle mit der Pflanze und Gift im Gepäck. Durch die kleine offene Luke Stock wird runter, nimmt die Munition und schreitet danach. Okay. Das klingt auf jeden Fall mehr machbar. Gehen jetzt hier an vorbei. Ist mir kackegal, ob die Dinger aufwachen oder nicht. Ich gehe jetzt hier runter. Dann könnt ihr mich alle mal. Ich sollte aber, glaube ich, das URF-Signal erstmal einstellen auf URF. Stelle ich das nochmal ein? Ah, nee. Hier, genau. Und dann muss ich das angleichen zu dem. So, perfekt. Jetzt ist URF. Umbrella Radio Funk oder was auch immer das heißt. Radio fuck up. Radio Gugu, Radio Gaga, keine Ahnung. All you hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio bla bla. Da ist das Ding. Garantiert werden mich hier ein paar Zombies knuspern wollen. Wie immer. Murf. Habe ich ein Murf-Signal? Ach, Murf, da. Okay, alles klar. Dann Signalmodulator. Murf. So, schon haben wir ihn. Das finde ich jetzt echt cool irgendwie. Das mag ich. So, Murf. Eingestellt. Das sind Rätsel, die machen Spaß. Und jetzt stehen die alle wieder auf. No. Okay, Serverraum ist dicht. Tieftemperatur-Testlabor ist auch dicht. And now, what I have to do? Wehe, du lebst noch. Wehe, du lebst noch. Ich hasse dich, wenn das so ist. Testing-Labor. Temperatur. Wieso macht sie hier keine Taschenlampe an? Ist ja nicht so, dass hier noch genug
Licht vorhanden ist oder so. Willkommen zurück, Dr. Mhm. Lee. Sie haben 5. Lee Waynes Posteingang. Betreff, was hat er vor? Rick Mendoza, was hat er vor? Kaum zu glauben, dass dieser Cartwright, was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss, vorerst. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Byron Cartwright. Beschäftigter Typ, was? Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft. Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Rick Mendoza, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen, bitte antworte. Betreff keiner. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste dir noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Neue Nachrichten. Alles klar. Ja, ich gedulde mich, kein Problem. Bei Spiele, da kenn ich nix, du. Okay, Kühlraum. Verdammt, hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja, den hast du ja Sherry gegeben. Wobei, das ist ja nicht der Parker. So, hier, das rein da. Muss halt gekühlt werden, das Ding, ne? So. Wird noch schön gedreht. Hin und her gedreht. Fantastisch, danke. Und Krautvernichter hergestellt. Kühlvorgang abgeschlossen. Wunderbar. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Außer Zombie. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als interessant ansehen. Schießpulver. Irgendwo hier ist Schießpulver. Da. Alles klar. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Das heißt, wir können hier wieder raus. Und jetzt steht dieser Zombie auf. Nein, doch nicht. Das Spiel wird langsam nicht mehr so berechenbar. Weil irgendwas passiert bestimmt gleich. So, was muss ich jetzt machen? Drück ins Gewächshaus, oder was? Gewächshaussteuerung, Lüftungssprinkleranlage. Ja klar, da müssen wir hin. Ich gehe aber durch den Konferenzraum. Das geht, ist sicherer, glaube ich. Okay, so viel zum Thema sicherer. Fick you, Alter. Geh down. Und tschüss. So. Schießpulver können wir erstmal ablagern. Am besten das Dings auch. Das hier brauchen wir gar nicht mehr. Dann können wir es verstauen erstmal. Die Brandgranaten behalte ich erstmal, die Säuregranaten. Ah, das wird vielleicht noch eine Möglichkeit geben, die einzupacken, von daher. Schießpulver. Schießpulver, 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 Schießpulver. Hallo, meine Freunde. Ich möchte gerne Munition haben. Die kombiniere ich hiermit. So. Danke. Dann speichern wir nochmal ab. Dann gehen wir ins Gewächshaus. Und killen dieses verdammte Pflanzenviech. Hallöchen, Mama. Ich habe hier was Schönes für dich. Guck mal. Oh. Upsi, Daisy. Ich komme nochmal wieder. Keine Sorge. Ich komme nochmal wieder. Das war so klar. Ich sollte dich schon treffen, ne? Ich muss halt die Dinger da treffen.
So, Madame. Ich würde mal sagen, guten Hunger, lass es dir schmecken. Und adios. Lösung wird zerstört. Please enjoy your meal. Ja, no shit. Zombies! Was ist denn das Band? Oh, das Band ist draußen? Ach komm, das ist doch sehr aufgesetzt. Komm, das Band müsste eigentlich drin sein. Leck mich am Arsch, ey. Natürlich ist das Band draußen. Bullshit, ey. Damit ich das Ding jetzt bekämpfen kann, ne? Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Riesiger Bullshit. Gib mir das Band. Danke. Bums. So. Kombinieren mit meinem Band. Bums. Jetzt habe ich hier alle Rechte. Hey, Holy. Give me the rights. All the rights. Und natürlich kommen hier wieder diese Hiopios. Okay, leck mir im Arsch. I take my Uzi 9mm and I kill you in your face, bitch. Komm, so. Das war's für euch. Zwar nicht mehr so viel Munition, aber scheiß drauf. Das war eine helle Freude. So. Es ist auch so aufgesetzt, dass ich da rein muss, ne? Ich bitte euch. Was? Wo kommst du denn her? Du warst hier vorher nicht, du Penner. Was machst du hier? Wo kommst du scheiß Auswuchs her? Das erklärt sich mit null nichts, dass du auf einmal hier bist. Der ist einfach gespawnt. Und er lebt natürlich auch wieder. Ey, es ist so zum Kotzen, dass sie einfach wieder spawnen. Der andere Hiopai lebt natürlich auch wieder. Ja. Komm. Leck mich am Arsch, ey. Ich hasse spawnende Gegner so hart. Die sind einfach nur so. Ja. Wir haben hier Gegner, die spawnen. Viel Spaß. Byron Cartwright, Posteingang. Absender William Burkham. Wichtig, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen für die Sicherheit, Cartwright. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schenke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen von Hauptquartier mit dem G, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. No reply. Automatisch generierte E-Mail. Betreff Warnung. Unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter wurde durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostweiser... Wayne. Alles klar. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal zurück und gucken mal, was können wir denn hier mitnehmen. Haben wir irgendwas? Ja. Säuregranaten nehme ich mal mit. Ja, Nadelkartuschen, komm. Gib ihn. Und ansonsten. Ich habe auf jeden Fall keine Munition mehr für. Ich habe auch Hochleistungsmunition. Die könnte man eventuell auch mitnehmen. Wenn alle Stricke reißen, ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir nichts mehr. Also kann ich die hier auch verstauen, weil Munition habe ich dafür keine. Das ist ziemlich kacke, ist das. Das ist ziemlich kacke. Vor allen Dingen ein ganzer Bereich wartet noch auf uns und wir haben keine Munition. Das ist richtig, richtig geil, ist das. Das macht so Spaß. Alles nur, weil diese Unkrautvernichter-Viecher einfach nicht sterben wollen. Ich hasse es, wenn man einfach für so einen Zweck Bullet Sponges erfindet, also implementiert. Das ist einfach scheiße, ist das. So, hier. Okay. Jetzt try out this sheet, ne? Wobei, ich speichere nochmal.
Ist mir egal, wie oft ich gespeichert habe. Das tangiert mich peripher. Sehr peripher. So. Ob in den Wäschbereich. Auf in den Westen, im Westen ist alles besser. So, komm. Rinder. Und let me in. Ah, wobei ich kann erst die zwei Granatgranaten benutzen. Oh yeah. Ich hoffe, hier finde ich noch Munition. Ansonsten sieht sehr schlecht aus. Eine digitale Labor-Videokassette. Ich habe leider keinen Videorekorder. Sehr schade. Aber er hat vielleicht... Oh, er hat eine Granate. Das gefällt mir. That's good. That's good. You are ein Guter. Du bist ein Guter. Und hier ist eine... Hier ist keine Schreibmaschine, aber eine Itembox. Was ist das denn für Bullshit? Keine Schreibmaschine, aber eine Itembox? Bullshit? Riesiger Bullshit? Naja. Was ist das hier für ein Signal? OSS, alles klar. Also spielen wir mal wieder an so unserem Slender-Radio rum. OSS, 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 OSS. Moment, ich habe die Sequenz doch fast gehabt. Ah, jetzt habe ich sie. So, OSS. Give you that. Und wir haben Strom. Und wir haben, was ist das denn? Ein Videorekorder, ah, okay. Get in the disc. Tape und... Show me what you have seen. William. T-Virus gesichtet. Ich gehe rein. Okay, die Umbrella Special Forces mal wieder. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Rüttger! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu passen. Ich glaube, Martinez sollte ihn töten. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Ah, wie ist Birkin dann mit dem Virus in Verbindung gekommen? William Birkins Posteingang. Absender Jane Doyle. Betreff Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nest-Labor stattfinden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Absender BE. Betreff keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Richard Kessler. Betreff Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge. Sie haben mit G gute Arbeit geleistet, aber jetzt übernehmen wir. Jane Doyle, Abmahnungsbescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Ja, da wurden seine unlauteren Methoden wurden festgestellt, wa?
Es gibt ja tatsächlich keinen Speicherpunkt. Das ist sehr, sehr seltsam, oder? Das ist doch sehr seltsam. Aber hier soll noch irgendwas anderes sein. Hier soll noch irgendwas rumliegen. Da liegt vielleicht noch was. Soll ich hier im Schrank? Nee. Hier? Nee. Hier? Ist doch nichts mehr. Was liegt denn hier noch? Hier liegt doch nichts mehr. Da ist nichts mehr. Laber nicht. Nur laber nicht. Hier vielleicht. Nö. Auch nicht. Well, 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 well. Hier ist nix. Vielleicht hier in der Ecke mit den stinkigen Socken. Ah, hier ist eine blaue Kraut. Blaues Kraut, das bei stinkigen Socken wächst, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so gesund, würde ich sagen. Aber gut. Let's keep this shit up. And let's kill this Kassette. Oh, wir brauchen das Ding nicht mehr. Das heißt, wir können die Kassette ablegen und das Ding ablegen und ja, wunderbar. Das heißt, es kommt wohl auch nicht mehr so viel, ne? Wenn wir hier nichts mehr brauchen, müssen wir eigentlich nur noch das Antivirus finden und Birkham halt. Wahrscheinlich werden wir Birkham nochmal begegnen. Hochwertige Schießpulver. Auch abliefern. Wobei, wir finden garantiert noch einen Savepoint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier kein Savepoint sein soll. Oh! Die Red Queen. Das erinnert mich sehr an den Laser. Wie würdest du wohl ausschauen, wenn du alte Schweißsocken dauerhaft riechen müsstest? Kommt drauf an, wie sehr mir das was ausmachen würde. Ich habe selber sehr schwitzige Socken, von daher. Ich bin da sehr immun. Oi! Looking interesting. Looking very interesting. Looking damn interesting. Und hier haben wir großes Schießpulver, was wir mit hochwertigem Schießpulver kombinieren können. Und dann haben wir Säuregranaten. Besser als nichts. Und dann haben wir hier eine Schreibmaschine. Ich wusste es, es muss noch eine Schreibmaschine geben. Es musste noch eine Schreibmaschine geben. Und hier haben wir nochmal ein hochwertiges Schießpulver. Das kann ich eventuell mit Schießpulver, was ich noch habe, verbinden, wenn ich es denn noch habe. Habe ich da noch Schießpulver? Habe ich noch irgendwelche Scheißpulver? Ich habe kein Scheißpulver mehr, das ist sehr blöd. Aber ich habe noch Säuregranaten. Alter, habe ich noch Säuregranaten. Alter, ich bin ein Arsch voll Säuregranaten. Warum habe ich das denn nicht gewusst? Die könnte ich jetzt tatsächlich gut gebrauchen. Die könnten mir tatsächlich... Und Handgranaten habe ich auch. Ich bin ein Waffenarsenal von Waffen. Ein Waffenarsenal von Waffen. Ich bin ein wandelndes Waffenarsenal von Waffen. Ja, ja, so ist das. How that looks like. So. How that looks like. And now I have to kill something. I think. Oh, I see. There's another crowd. I have to kill something that I want to kill. I have to kill something that I want to kill. Ist das ein Bild von Birkham und seiner Familie? Tatsache. Sherry, William und seine Frau Jane, glaube ich. Oder wie heißt die? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die sind auf jeden Fall Teile von dem G-Virus. Und hier ist... Was kann ich denn hier einsetzen? Das Band? Nee. Messer? Ich habe nichts zum Einsetzen. Ach, das ist der Virus. Ja, wir haben nichts zum Einsetzen. Das ist blöd. Wir haben diese Scheibe nicht. Reincarnation. Ach, ihr! Deswegen wollte er das haben. Jetzt haben wir das Antivirus. Und jetzt geht die Scheiße so richtig ab, oder? Gott sei Dank. Das Antivirus. Hier ist noch was. Forschungstagebuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir nach 5 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum
Abdomen vor und begann die Beobachtung des medizinischen Teams. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich, aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtungen zur Fortpflanzungsrate Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Resistenz gegenüber dem T-Virus. Probanden 628 und 639. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht und zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Super. Das heißt, Mr. X müsste noch leben, laut dieser Erkenntnis. Sherry, Sherry Lady. Na, 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 na. Oh. William is back. War so klar, Alter. William! Es endet jetzt. Wow. Danke, Mama. Und sie konnte ihn nicht töten. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Bekannte Stimme auf jeden Fall. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie. Autsch. Alter. Annette. Genau, Annette Birkin hieß sie. Wir müssen Sherry retten. Oh, wow. Tut mir leid, William. William, du bist ein richtig hübscher Bursche geworden. Also Säuregranaten, sollen wir es bei ihm bringen? Nein. Ich mach das. Kümmern Sie sich um Sherry. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Ja, nee, ist klar, ey. Warum musst du dich mit ihm anlegen? Oh shit, das war schon mal nicht gut. Ich hätte Heilung mitnehmen sollen. Säuregranaten sollen was bringen, oder? Oh, shit. Okay, ich bin tot, ne? Ah, fuck. Okay, Säuregranaten sollten was bringen, also probieren wir es nochmal.
Die ganzen Augen auf G's Körper sind keine reinen Zierde. Lassen Sie sie alle platzen, dann ist G wehrlos. Okay. Ein Auge geplatzt. Nächster Auge geplatzt. Oh damn. Eins auf dem Rücken. Und das nächste Auge geplatzt. Now we burn this fucker down. Noch ein bisschen mit Säure beballern. Ach, die Augen regenerieren sich natürlich. War ja irgendwie klar, ey. Läuft tatsächlich besser als ich dachte. Aber der Kampf ist doch besser designt als das mit dem Container. Oh shit. Jetzt kann ich seine Augen nicht treffen gerade. Oh fuck. Oh fuck, wo will er das hinwerfen? Oh damn. Er hat mich eingesperrt. Er hat mich eingesperrt! Lass mich los, Mann! Bastard. Noch zwei Augen? Scheiße, da ist ja auch noch eins. Ich treffe auf der Entfernung sein Auge nicht. Aua! Bastard. So, das haben wir. Ich muss noch das andere treffen. Huiuiui. Macht mich ein bisschen nervös, der Kollege. Eat this. Ah, okay. I see. Und hoffentlich bringt das was. Eieiei. Oh shit, was... Schmeißt er da! Oh, Spray! Spray, 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 Spray! Haben wir jetzt aber noch nicht nötig, oder? Achso, er macht die Tür einfach nur kaputt. Munition, 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 Blendgranate, Nadelkartuschen. Könntest du damit ja mal probieren. Ich glaube, das hat ihm jetzt nicht so gefallen. Oh yeah! Magnum Power, baby! Was ist das? Tot? Yes! You shot that fucker down! Huh!
Gut, dass ich mir die Magnum aufgehoben habe, ey. Gut, dass ich mir die Magnum aufgehoben habe. Genau für diesen Moment war das notwendig. Und die Nadelkartuschen, ja, die können wir auch noch gebrauchen. So. Oh, das ist aber schön. Danke, dass ich nie mehr gefickt bin. So, ist hier noch irgendwas? Hier ist bestimmt auch noch irgendwas, oder? Hä? Nicht mehr. Aber hey, da ist es doch noch rot. Also von daher, hier ist bestimmt noch irgendwas. Der hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Von allen Bossen bis jetzt war der am spaßigsten. Er war zwar auch hektisch und alles, aber der hat gut funktioniert. Ja, sag ich doch, hier ist noch irgendwo was. Was ist das denn? Oh, eine Handgranate. So, jetzt haben wir den Raum leer. Jetzt können wir gehen. Let's get up! Den werden wir garantiert wiedersehen, den Kerl. Entweder ihn oder Schlimmeres. So. Dann auf. Ja, auf zu Sherry. So, ich würde aber mal sagen, wir machen mal kurz einen kleinen Break und sehen uns gleich wieder. Frohes Schaffen, frohes Sein, bis gleich und rein. Euer Severus. Bye bye. Au! And Outer. Be right back.